Träger benötigt. Wollte mich die Orbi-Stiftung abwerben. Schon das fünfte Mal diese Woche. Ich sage ihnen immer wieder, dass ich bereits in einem seltsamen Kult stecke. Dem der Radiomoderatoren. Ich wurde zum Auflegen geboren, Kumpel. Hier ist der Beweis. Krankenpfleger zur allgemeinen Diagnose, bitte. Benötigt.
Station ein. Lesen Sie den Two-Point-Scrabbler, die Nummer 1 für Lokalnachrichten. Wir beleuchten jedes Thema von zwei Seiten. Denn was wahr ist, entscheiden Sie selbst. Direkt aus den Wolken. Das ist Radio Two-Point. Das geht an alle Krankenhauspatienten in Two Point County. Ich weiß, dass es ziemlich unheimlich im Krankenhaus sein kann. All diese Ärzte doktern an euch herum. Stetig fragt ihr euch, ob heute eure letzte Stunde geschlagen hat. Dieser Song ist für euch. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Sich in die Apotheke.
Es ist wieder Zeit, dass Sie Ihr kleines, unbedeutendes Leben für einen Augenblick vergessen und sich der Quelle der Weisheit zuwenden. Hier spricht Sir Nigel Bickleworth auf Radio Two Point. Krankenpfleger zur Zirkustherapie, bitte. In Betracht ziehen, sich der Holistics-Bewegung anzuschließen oder gar eines ihrer vielen lächerlichen Produkte zu kaufen, kann ich Ihnen mit einer Alternative die nicht unerheblichen Kosten ersparen, aber nicht die damit verbundene soziale Ächtung. Reiben Sie einfach Basilikum auf Ihr Hinterteil und hören Sie den Vollmond an. Das Ergebnis wird dasselbe sein.
Flüssigkeitsbeschleunigers gerufen. Konzentrieren wir uns bei Sir Nigels maßgebliches Musterbuch für meisterhafte Manieren auf das korrekte Verhalten bei Hochzeiten. Grundsätzlich sollten Sie eine Einladung ablehnen, wenn alles nichts nutzt, weil Sie beispielsweise der Trauzeuge oder schlimmer noch der zukünftige Ehemann sind. Konzentrieren Sie sich auf jedes Detail der Trauzeremonie und des anschließenden Banketts. So können Sie später mit lauter und aufdringlicher Stimme an allem und jedem beißende Kritik üben.
müssen manuell aufgefüllt werden. Zur Zirkustherapie gebeten. In Grockle Bay hat das erste Drive-In-Restaurant von McCackalacks eröffnet. Jetzt können Sie unsere extra knusprigen Burger komfortabel von Ihrem Fahrzeug aus bestellen. Und nicht vergessen, bei einer Bestellung von mehr als 10 Kakerlak-Burgern bekommen Sie einen Kakerlak-Shake gratis dazu. 24 Stunden am Tag. Das ist Radio Two Point. Diagnose bitte. Ich setze meine vermutlich vergeblichen Bemühungen fort, Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, mit der Verwendung unserer heimischen Sprache und Grammatik besser vertraut zu machen. Falls Sie es jemals wagen sollten, uninformiert statt uniformiert zu schreiben, lege ich meine alte Paradeuniform an und mache Jagd mit meinem Bajonett auf Sie. So viel zum Thema uninformiert. Uniformiert. Zur Zirkustherapie gebeten.
Zur allgemeinen Diagnose bitte. Heute nehme ich den neuen fahrerlosen Limousinen-Service belästigungsfreier maschineller Weitertransport unter die Lupe. Luxus vom Feinsten, kein nerviges Geplauder und ein Fahrprogramm, das alle anderen Verkehrsteilnehmer zur Weißglut treibt. Davon abgesehen, dass die Reise mit einem Absturz von einer Klippe ein jähes Ende fand, kann ich dieses Angebot wärmstens empfehlen. Reparatur des Herzrasers gebeten. Thank you.